Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kipus Paranormal Scanner. Heute beschäftige ich mich mit einem Video, in dem Leben erschaffen wird. Es geht um den sogenannten Homunculus. Vielen Dank an den YouTuber King Kong Kalle für diese Idee und an den YouTuber Herr Kaloy 777 für die Infos zu dem biologischen Hintergrundwissen. Die originalen Videoquellen findest du wie immer in der Videobeschreibung. Der Homunculus bezeichnet einen künstlich geschaffenen Menschen. Die Idee des Homunculus wurde im Spätmittelalter entwickelt. Die vielleicht bekannteste Verwendung der Homunculus-Idee findet sich in Goethes Faust. Philippius Theotratus Aurelius Bombastus von Hohenheim, getauft als Theophratus Bombastus von Hohenheim, der sich seit 1529 Paracelsius nannte, war ein Arzt, Alchemist, Astrologe, Mystiker und Philosoph. Wer hätte gedacht, dass auch der berühmte Paracelsius eine Anleitung zur Erzeugung eines Homunculus niedergeschrieben hat? Paracelsius gibt eine konkrete Anleitung für die Erzeugung eines Homunculus. Man müsse menschliche Spermien 40 Tage lang in einem Gefäß in wärmenden Pferdemist verfaulen lassen. Was sich dann rege, sei einem Menschen gleich, doch durchsichtig. 40 Wochen lang müsse man dieses Wesen dann bei konstanter Wärme mit dem Arcanum des Menschenblutes nähren und schließlich werde ein menschliches Kind entstehen, jedoch viel kleiner als ein natürlich geborenes Kind. Diese Ableitung nutzen auch viele YouTuber, um diesen Homunculus zu erzeugen. Der Begriff Homunculus beschreibt auf YouTube jedes künstlich erschaffene Lebewesen. Nach der Anleitung von Paracelsius werden meistens menschliche Spermien genommen, diese in eine Spritze getan und in einem Ei injiziert. Nach einigen Tagen soll dann daraus ein Homunculus entstehen. Auf YouTube gibt es massenhaft Videos über den Homunculus. Jedoch das hier ist das bekannteste mit über 10 Millionen Aufrufe. Die Auflösung beträgt 1280x720 Pixel, also HD bei 25 Bildern pro Sekunde. Die Datenrate ist mit 1100 Kilobits auch sehr gut. Das gesamte Video dauert 7,5 Minuten. Zum Filminhalt. Der Ablauf in diesen Homunculus-Videos ist praktisch immer gleich. Zunächst wird ein Hühnerei mit menschlichem Sperma befruchtet, indem dies durch ein Loch ins Ei injiziert wird. Anschließend wird das Loch sorgfältig mit Klebeband verschlossen. Dann wird das Ei eine Zeit lang warm gehalten, dann wird es geöffnet und in dem Ei befindet sich ein Lebewesen. Zur Logik. Wenn es tatsächlich so einfach wäre, einen Homunculus zu erzeugen, hätte sich diese Idee sicherlich nicht erst durch YouTube verbreitet. Außerdem gäbe es dann massenhaft solcher Wesen, die auch in wissenschaftlichen Sendungen und Büchern vorgestellt würden. All dies ist nicht der Fall. Filmanalyse. Beginnen möchte ich mit den offensichtlichen Fakes, da bekannte Tiere aus den Eiern schlüpfen. Hier bei den beiden Jungs, die aus nachvollziehbaren Gründen kein Sperma, sondern ihr Blut benutzt haben, okay, es ist Ketchup, befinden sich in den Eiern, nachdem sie geöffnet worden sind, Kaulquappen. Hier sind es Regenwürmer und so weiter. Hierdurch wird schon mal klar, dass es möglich ist, das Ei vorsichtig zu öffnen, ein Lebewesen hineinzutun und es anschließend wieder mit Klebeband oder Flüssigkleber zu verschließen, nur um es dann vor laufender Kamera wieder zu öffnen. Jetzt betrachten wir uns mal die richtig guten Homunculus-Videos. Hier scheint etwas komisches, lebendes Etwas in dem Ei herangewachsen zu sein. Es handelt sich nicht um digitale Manipulation, sondern dieses Video ist echt. Das heißt aber nicht, dass der Homunculus auch echt ist. Der YouTuber ist ein exzellenter Bastler. Das Wesen hat er selber aus Knete oder ähnlichem Material geformt und die Bewegungen erfolgen über starke Magneten, die einerseits in dem Homunculus eingearbeitet wurden, wobei sich das Gegenstück unter dem Tisch befindet. Dass dies genau so gemacht wird, kannst du in diesem Video sehen. Auf dieser oder ähnlicher Art und Weise ist es ganz einfach, solche Fakes zu produzieren. Sieht man sich den Homunculus in den Videos genauer an, ist auch meist zu erkennen, dass es sich um geknetete Figuren handelt. Auch dieses hier unter Wasser funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Für die angebliche Fütterung wird noch eine Pumpe eingebaut, die das Wasser ansaugt und schon ist die Illusion fast perfekt. Zur biologischen Erklärung. Kreuzungen sind nur unter eng artverwandten Tieren möglich, aber auch hier gibt es mehr als nur die Kreuzungen
unter unterschiedlichen Hunderassen und das sehr bekannte Maultier, wobei der Vater ein Esel und die Mutter ein Pferd ist. Dazu habe ich eine sehr interessante Internetseite für Interessierte gefunden, die du in der Videobeschreibung findest. Hier sind die Kreuzungen unterschiedlicher Mischwesen zu finden. Hier ist zum Beispiel eine Kreuzung aus einem Leoparden und einer Löwin zu sehen. Hier ist die Kreuzung aus einem Zebra und einem Pferd zu sehen. Und weiter unten haben wir noch was Schönes. Paart sich ein Löwe mit einem weiblichen Tiger, kommt dabei die riesigste aller lebenden Großkatzen heraus, ein Liger. Sie werden bis zu 3 Meter lang und so weiter. Für Interessierte gibt es diese Seite tierfreund.co. Da könnt ihr euch über weitere Möglichkeiten von Tierkreuzungen informieren. Die Kreuzung von nicht artverwandten Tieren ist nicht möglich. Eine Ameise und ein Elefant lassen sich genauso wenig kreuzen wie ein Mensch und ein Huhn. Eine Befruchtung ist nicht möglich, weil die Samenzelle und die Einzelle schlicht erklärt nach dem Schlüssel-Schloss-Prinzip nicht zueinander passen. Damit ist also bewiesen, dass diese ganzen Homunculus-Videos eindeutige Fakes sind. Falls es dir gefallen hat, Daumen hoch. Wenn du keine neuen Videos von mir verpassen möchtest, solltest du auf das Abo-Knöpfchen drücken. Zu niveauvollen Diskussionen in den Kommentaren bin ich gerne bereit. Falls du ein bestimmtes Video von mir analysiert haben möchtest, kannst du mir gerne den Videolink schicken. So, das war's für heute. Ich wünsche dir noch eine schöne Woche und tschüss, bis zum nächsten Video von Kipus Paranormal Scanner.